So, mein Name ist Angelika und ich arbeite schon seit fast 30 Jahren, angefangen mit Rebirthing. Ich war lange in Amerika und bin nun wunderbar zu dem österreichischen Atemverein Atman hingeführt worden und auch in Grund sehr dankbar dafür, weil ich wirklich auch meine Arbeit weitermachen darf. Und ich habe mir heute so überlegt, was rede ich oder was spreche ich über Atem. Ich gehe sehr gerne und es ist auch ein großer Teil meiner Arbeit in die Tiefe, in die Seele. Und es waren zwei Sachen. Das eine, jeder kennt, ich würde sagen, fast jeder kennt diesen Spruch von Hermann Hesse, in jedem Anfang liegt ein Zauber inne, der uns beschützt und hilft zu leben. Der Atem, wenn wir auf die Welt kommen, ist das Erste, was wir tun, und der Atem ist das Letzte. Und es ist eine solche Selbstverständlichkeit, dass wir atmen und einfach dabei sind. Wenn wir auf der anderen Seite bewusst atmen, kommen wir in eine Tiefe hinein, wo wir unsere Ideen oder Eindrücke behalten. Und ich möchte auch an Masaru Emoto erinnern, der ja wunderschöne Wasseraufnahmen gemacht hat, wie es sich verändert, wenn ein Eindruck von außen kommt, sei es nun Musik oder sei es nun irgendwelche Worte. So, dementsprechend, wir bestehen ja aus Wasser. Diese Eindrücke sind bei uns ja auch irgendwo und auf der Zellebene. Und in diese Zellebene komme ich am natürlichsten mit dem Atem. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann das anzuschauen, was immer das sein darf, dann habe ich auch die Möglichkeit, das anzunehmen oder aufzulösen oder was immer für mich in dem Fall stimmig ist. Und das Zweite, was mir heute gekommen ist, nachdem ich mit jemand heute arbeiten durfte, heute Vormittag, da kam mir dieser Satz, jeder Atemzug ist ein Willkommensgruß, im Leben deinen Platz einzunehmen. Und das finde ich auch wunderbar, denn wir haben wirklich jede Möglichkeit zu atmen und da zu sein und für uns da zu sein und langsam lernen aus diesem alten Denken, wie ich das nenne. Und du hast vorhin ein bisschen erwähnt, Täter, Opfer, Retter, dieses wunderschöne Dreieck. Ich lebe von außen nach innen, anstatt langsam zu lernen, von innen nach außen leben zu dürfen. Und das ist natürlich das Herz, das Thema, dass wir jetzt alle da sein dürfen und achtsam und liebevoll mit uns umgehen dürfen und den Atem sozusagen geschenkt bekommen. Und die Bäume helfen uns ja nun wirklich in dem Austausch. Dankeschön. Ja, wenn ihr noch mehr darüber erfahren möchtet und noch tiefer in das Thema Atem gehen möchtet, dann seid ihr ganz herzlich willkommen auf der Internetseite www.atman.at oder unsere in Salzburg jetzt neu gestaltete Internetseite www.atme-dich-frei.at. Danke. Das heißt, immer wenn ich atme, ist ein Willkommensgruß, ob ich will oder nicht. Ja. Naja. So ein Zwang ist es nicht. So dieses wieder ein Stückchen da sein dürfen, wollen, können. Ja. Ja. Aber man könnte sagen, du, immer wenn du atmest, heißt du mich willkommen, auch wenn jemand sich gerade ja, hat. Ja, so. Ja, ja, das Leben alles, genau, schön. Wow.